Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher. Heute schauen wir uns die Umgebung noch ein bisschen genauer an. Ich habe das nächste Ziel tatsächlich... Ey, blöder Hund. Das nächste Ziel tatsächlich auch schon auf der Karte markiert. Und das da hinten, das will ich mir auch mal angucken. Das ist so ungefähr die Richtung, in die wir jetzt gehen. Aber auf dem Weg befinden sich noch ein, zwei interessante Orte, die wir vorher abklappern. Der Hexenmann kommt. Ah, verdammt, immer dieses Kratzen im Hals. Ich habe das Gefühl, das ist total unprofessionell, wenn ich mich ja ständig räuspern muss. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht räuspere, dann versagt irgendwann meine Stimme. Das ist total doof. Kikimoras. Sie können gerne so viel Kikimoren, wie sie wollen. Die hier, die erledige ich mal. Was schon ein bisschen auf unserem Weg liegt, aber theoretisch sollen wir ja in dieses Monsterlager runter. Also wir sollen nicht, aber ich werde. Vor allem werde ich erstmal ganz kurz meditieren. Ich will nämlich die Katze wieder einsatzbereit haben hier. Warum hat er denn sein Schwert weggesteckt? Kann der Mann denn nicht mit Schwert meditieren? Ist der dumm? Da bin ich an irgendwas hängen geblieben. Was mich hier gerade fast alles gekostet hätte. Na gut, was heißt fast alles, so schlimm war es dann auch nicht, aber... Ich glaube, da haben wir gerade unser Schwert wieder aufgepowert. Kann das sein? Ja, wir sind jetzt schon bei Schaden um 12 erhöht. Es ist minimal, aber wenn ich gut kämpfe, dann summiert sich das ja irgendwann auch, ne? Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht so oft getroffen werde. Vielleicht ein bisschen mehr mit Quen arbeiten wieder, weil ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Quen eventuell das negiert, dass unser Schwert-Power-Up hier wieder weggeht. Und genau das tut Quen tatsächlich. Das ist natürlich eine ideale Kombi dann. Dementsprechend gibt es auch keinen wirklichen Grund, Quen nicht zu aktivieren. So, was haben wir denn hier? Ein Eid in schriftlicher Form. Ich, Aubin Rodier, im Wappen der Lerche, schwöre hiermit feierlich, die Bestien in den Höhlen des Marcescent-Waldes, Marcescent, wird das so ausgesprochen, mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben, bei meiner Ehre. Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Tricksereien bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen, denn ich bin ein Idiot. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Aubin Rodier vom Lerchenmann. Super für dich funktioniert, oder, Aubin? Bist du bestimmt froh, ne? Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Das ist ja nicht das Problem.
Und boom. Du kannst sagen. Aber das war doch wohl noch nicht alles hier, oder? Oh, doch. Das war das Monsterlager gleich schon mit. Na, okay. Aber es geht doch hier noch weiter. Das ist der Weg, von dem ich gekommen bin, ne? Den anderen Weg nochmal erforschen sollen. Aber da geht es auf jeden Fall noch weiter. Kann durchaus sein, dass das andere Fragezeichen, was ich jetzt markiert habe, da auch noch hinführt. Oder es geht hier einfach wieder raus, dass das so ein alternativer Eingang ist. Geralt. Willst du mich verarschen, Geralt? Oh, es geht doch. Klettern in diesem Spiel ist teilweise echt furchtbar. Speichere ich lieber mal ab, bevor ich hier noch abstürze. Aber mal ganz ehrlich, was macht der da gerade? Gucken, welche Taste das jetzt war für den Honig. Hört ihr das? Dieses Knistern? Ich glaube, da ist ein Ort der Macht in der Nähe. Das kann ja dann eigentlich nur hier oben sein, oder? Ey, wieso war mein Schlüssel aktiviert? Kimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie einfach alle mal verschwinden sollen. Aber ich höre hier doch irgendwo auch ein Knistern. Oder ist das das Quen? Knistert Quen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Quen knistert. Ach, guck mal, hier sind so viele Gebäude noch in der Nähe. Ich fange einfach mal da an. Wir gucken mal nach da. Und dann die beiden Gebäude und dann gehen wir mal hier auf dieses Gut. Einfach mal gucken, ob es da irgendwie eine Schnellreise oder irgendwas gibt, mit dem wir da belohnt werden. Du könntest dich nützlich machen. Ich hoffe, du meinst das nicht mich. So, was ist das hier zum Beispiel? Und wieso gibt es hier nicht mal einen Schnellreisepunkt? Wir müssen eine Fässer bestellen. Gar nichts, es ist einfach nur da. Es ist total irritierend. Oder ist der Schnellreisepunkt weiter hier unten? Nee, auch nicht. Ha. Na gut. Ich dachte eben schon, da steht eine Vogelscheuche. Ich wollte eben schon sagen, ach guck mal, eine Vogelscheuche. Und dann habe ich gesehen, dass sie sich bewegt und tatsächlich ein Bauer ist. Noch so ein schmutziger Kerl.
Das sieht alles so verdächtig aus, als ob das noch irgendwie einen Sinn hat. Aber aktuell offenbar ja nicht, ne? Vielleicht im Rahmen der Hauptquest hier dann noch hin oder irgendeine Nebenquest, die wir noch nicht aktiviert haben. Keine Ahnung, die Türen sind auf jeden Fall zu. Hallo, was ist das hier? Halt, stehen bleiben. Herr Roderick wünscht keine Gäste. Roderick, der Name sagt mir irgendwas. Aber ich kann ihn irgendwie nicht so ganz zuordnen gerade. Ich gehe einfach mal nach Norden weiter, oder? Nee, wir machen das anders. Wir gehen da lang und dann da über die Felder, weil das hier sah doch ein bisschen hügelig und felsig und abhängig aus. Das Turm ist klein, aber wer würde seine Beine nicht kennen? Oh! Ich überlege gerade wirklich, ob ich diese Werwolf-Tinktur einschmeißen soll, dass wir unbegrenzt Ausdauer haben, außerhalb von Campen. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Auf der anderen Seite, das macht kaum einen Unterschied, ne? Zwischendurch dann tatsächlich mal für 1-2 Sekunden diese Taste loslassen muss und dann kann ich ja gleich weitersprinten. Was geht hier vor? Die Frage, ob das Sinn machen würde. Mit den Schwertern auf dem Rücken. Ob Kian Fanelli mir als Sicherheit haben. Überall meine Monster. Frau als Sicherheit haben. Überall Monster. Welche Monster haben wir denn hier? Schon wieder Kikimora. Beweg dich doch, Geralt! Oh, meine Fresse, das war mehr Glück als Verstand gerade, glaube ich. Kikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nein. So, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, das ist jetzt eine etwas weitere Strecke. Das ist, glaube ich, durchaus mal was für Plötze. Komm schon, Plötze. Einfach hier querfeldein. Uns fehlen auch noch überraschend viele Quests, habe ich gesehen. Es sind jetzt nicht so überragend viele, aber es sind doch genug, dass ich mich frage, wo die eigentlich alle sein sollen. Wenn wir hier unsere Erforschung der ganzen Fragezeichen hier fertig haben und die Quests immer noch fehlen, werde ich mal gucken. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Wo wir da hin müssen. Ja, ich weiß genau, was das für eine ist. Von daher bereite ich mich schon mal vor, das werden wieder Bruxa sein. Hier Öl drauf schmieren. Hier wählen wir mal Axi aus, das hilft ja ganz gut. Lasst mich. Die will dann von hinten angreifen, oder was? Die Bösen. Das ist ja schon frech, oder? So, dann zeig ich mal her. Ritter Christoph Dugarrys Tagebuch. Meine geliebte Sophie hat einen anderen. Ich werde mir nicht das Hemd aufreißen, die Götter nicht verfluchen und keine Rache schwören. Meine Sophie ist so voller Lebensenergie. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann überquillt und sich in andere Kanäle ergießt.
Nun ist es an mir, diese Kanäle abzudichten, meinen Rivalen zu bezwingen und zu hoffen, dass meine Mauern ausreichen, um ihrer Vitalität gerecht zu werden und uns ein gemeinsames Leben im Überfluss zu ermöglichen. Ich habe ihr bereits vergeben. Jetzt muss ich nur noch ihren Liebhaber finden und aus unserem Leben entfernen. Gestern bin ich Sophie gefolgt. Sie haben ihre Stelldicheins im Olivenhain. Wie romantisch. Als sie sich trafen, flogen Vögel über den Hain. Ein ganzer Schwarm mit reichlich Gezwitscher. Wie zur Feier der Liebenden und zu meiner Verhöhnung. Diese Symbolik. Ich sehe, wie diese Romanze meine liebste Frau auslaugt, seit sie sich mit ihrem Liebhaber trifft, wird sie ständig blasser. Nachts schleicht sie ziellos und wie blind durchs Haus. Sie war so lebendig und strahlend. Nun ist sie kraftlos, apathisch und resigniert. Ich muss allen Mut zusammennehmen und dieses Verhältnis beenden. Ich, Christophe Dugarry, verachte Gewalt. Ich werde diese Angelegenheit pragmatisch lösen. Schon steht ein Sack nilfgaardischer Florin bereit, so schwer, dass ich ihn kaum heben kann. Ich warte, bis meine Sophie vom Treffen zurückkehrt, und dann schnappe ich ihn mir und mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Heiliger Majoran, gib mir Kraft. Das hat ja super funktioniert, wa? Ja, war so klar. War so klar. Du musst es halt in ihrer Nähe machen, das ist das Problem. Wenn ich auch Zeit habe, sie zu treffen hinterher. Meine Fresse, ey. Blöde Kutte. Uiuiui. Und schon wird's hell hier, ne? Guckt euch das an. Allerliebstes Mädchen, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Meine Nächte sind rastlos. Mein Kopf ist voller Gedanken an dich und nur dich. Wenn mir jemand vor einigen Monaten gesagt hätte, dass mich je eine solch brennende Leidenschaft mit einer anderen Frau verbinden würde, hätte ich dieser Person ins Gesicht gelacht. Aber jetzt... Jetzt habe ich nur noch den Wunsch, dir nahe zu sein. Christoph ahnt wohl langsam etwas, aber ich hoffe, dass ich seine Ängste beschwichtigen kann. Ich möchte ihn möglichst nicht verletzen. Er ist ein guter Mann, warmherzig und ehrlich, aber das Feuer, das einst zwischen uns gebrannt hat, ist erloschen. Ich weiß, dass du das verstehst, und ich freue mich, ehrlich zu dir sein zu können. Bis wir uns wiedersehen, das kann nicht bald genug sein. Und bitte pass auf dich auf, Xymena. Deine dich unendlich liebende Seraphine. Ja, ich habe mich eben schon gewundert, das konnte ja gar nicht diese Sophie sein. Denn Vampire im The Witcher-Universum sind ja keine Untoten. Und was ganz wichtig ist, Vampire sind auch nicht ansteckend. Ne? Die werden, glaube ich, so geboren. Was bedeutet, dass das ja die Person sein musste, mit der Sophie sich da getroffen hat und nicht... Sophie selber. Wenn ich das Lore um Vampire in The Witcher jetzt gerade richtig im Kopf habe, zumindest. So, den einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir haben noch 10 Minuten.
kann gerade auch nicht so viel am Stück aufnehmen, weil zum einen geht der Festplattenplatz zur Neige. Und zum anderen will ich mich gleich noch um die Surprise Sunday Folgen kümmern. Da habe ich auch was Spannendes geplant. Also ich finde es zumindest spannend. Kommen wieder zwei neue Titel. Also nichts, was wir schon mal gespielt haben. Aber der eine Titel ist quasi so ein spiritueller Nachfolger von einer Spielereihe, die wir als komplettes Let's Play auf dem Kanal schon hatten. Und der andere Titel ist, glaube ich, einer der revolutionärsten und am stärksten prägenden Titel der letzten kurz überlegen. Ja, ich glaube, man kann inzwischen schon fast sagen 25 Jahre. Ein Winzerauftrag, okay. Von daher glaube ich, habe ich da eine ganz gute Wahl getroffen. Was Surprise Sunday angeht, ihr könnt da natürlich auch jederzeit irgendwelche Spiele vorschlagen. Egal unter welchem Video. Ihr müsst das nicht unter einem Surprise Sunday Video posten, wenn ihr da nicht irgendwas Aufrufe geben wollt, was euch nicht interessiert. Also ihr könnt zum Beispiel auch unter diese Folge hauen oder ganz allgemein über irgendeine Folge auf dem Kanal. Hauptsache, ihr könnt mir auch eine private Nachricht schreiben oder irgendwas. Hauptsache, ich kriege die Anfrage irgendwie. Weil gerade für Surprise Sunday, das war mit Sonic the Hedgehog zum Beispiel, hatten wir das auch. Das hat mir ein, das ist mir tatsächlich sogar gesponsert worden dann. Von daher, also wir finden da immer irgendwelche Möglichkeiten. Jetzt habe ich auch genug über Surprise Sunday geredet. Jetzt rede ich mal mit diesem Winzer und aktiviere gleichzeitig mal hier meine Witcher 3 App, denn wir kriegen hier wieder einen Winzerauftrag. Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin dir nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Ich könnte mir die Sache mal ansehen, aber nicht kostenlos. Ja, und da du gerade so ein bisschen in einer Notlage bist und dich mir zumindest so ein ganz kleines bisschen gegenüber wie ein Arsch benommen hast. Das klingt schon vernünftiger, ist aber immer noch zu viel. Ein gerechtes Angebot. Na dann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. Was fällt denn da vom Himmel? Ah, das ist gar nicht vom Himmel gefallen. Das war... Da stehen Gräser oder irgendwas, ne? Okay. Oh, und dann schon wieder Riesentausendfüßler. Aber von denen habe ich echt die Schnauze voll. Da muss ich jetzt auch noch mal ins Bestiarium gucken, kurz. Irden. Angeblich Irden. Aber das hat irgendwie noch nie funktioniert, ne? Wie schmeckt dir das Silber? Ich versuch's nochmal. Ich komme überhaupt nicht dazu, das irgendwie zu wirken! Aber anscheinend noch nicht der Einzige.
beziehungsweise... hier geht's raus, ne? Beziehungsweise Riesentausendfüßer muss ja nicht unbedingt zwangsläufig das Monster sein. Was da wohl passiert ist. Dem wir es hier zu tun hatten. Oh. Ich habe jetzt tatsächlich an einen Glumar gedacht, weil es ja hieß Riesentausendfüßler und Glumara und so eine Symbiose. Aber das hier sieht ja nach was ganz anderem aus. Der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein. Oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich geht uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mir ein paar Arbeiter holen können, um einen Keller auszuheben, aber dann müsste ich vorerst weniger Wein abfüllen und das will ich auf keinen Fall. Außerdem kann es kein Keller der Welt mit einer Kalksteinhöhle aufnehmen. Ich habe die ideale Höhle gefunden. Sie ist groß und nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich in den Felsen spazieren war. Ich bin mit dem Fuß in einen Felsspalt getreten und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf den Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Zugang fand. Morgen werden wir anfangen, die Höhle in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin zu schaffen. Späterer Eintrag, bestehend aus hastig geschriebenen Worten. Monster in der Höhle, Riesentausendfüßler, Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen nochmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Töte alle Monster, die du hier findest. Hatte so ein bisschen das Gefühl, das haben wir getan. Ach so, nee, hier geht's noch weiter. Ja, sag das doch. Da! Ist der ein Idiot oder was? Alter, ich war super positioniert. Und dann entscheidet der sich einfach, nö. Ich gehe jetzt auf den anderen los. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, so sind mir die schon wesentlich lieber. Jetzt habe ich auch kapiert, wie das funktioniert mit dem Irden bei denen. Wir gucken hier hinten nochmal kurz. Ich suche aber tatsächlich nur noch nach roten Markierungen, weil das ja meistens dann irgendwelche Briefe oder so sind. Mal da oben rein. Das will ich jetzt nochmal wissen. Und wo das hinführt vor allem auch. Nichts davon, darüber gesprungen zu sein. Allgemein nichts davon, hier hochgekommen zu sein, ne? Ja, super. Na gut, gehen wir mal den Auftrag wieder ab. Dann war es das tatsächlich auch schon für heute. Und? Wie ist die Lage? Da ist er. Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen?
Schon getan. Da waren ein paar Riesentausendfüßler. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexe. Ich mach dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in 2 Tagen wieder. Dann kannst du dir mein neues Lager ansehen. Ich muss weg. Bis dann. Und sogar noch ein bisschen Geld verdient, ne? Ist ja zumindest ein bisschen was. Und wir haben diese Gegend wieder ein kleines bisschen sicherer gemacht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass diese Winzer-Quest... Pass auf, wo du hingehst, Rotzlöffel! Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich stehe hier, du rempelst mich... Ach, ist egal. Habe mich schon oft genug drüber aufgeregt. Ja, haben die Gegend ein bisschen sicherer gemacht, ein bisschen mehr von ihr gesehen. Und in der nächsten Folge geht's dann wahrscheinlich wieder in die Schlacht gegen ein Hanselager. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Der Einsiedler am Lac Sevalie. Der Einsiedler, der auf der Insel Lac Sevalie lebte, wurde zum Wächter über die 5 wichtigsten Tugenden. Dieser rechtschaffende Mann wachte über die Felsen, in die diese Tugenden eingraviert worden waren, und er legte jedem Ritter, der vorbeikam, eine Prüfung auf, in der sie zeigen sollten, dass sie die Tugenden verkörperten. Als der Hexer auf die Insel kam und den Einsiedler traf, war ihm, als wäre dies nicht ihre erste Begegnung. Erst später sollte er erfahren, wie recht er hatte. Der Einsiedler entpuppte sich als die Dame vom See, ein mysteriöses Wesen, das Geralt einst in Trübwasser getroffen hatte. Nachdem Geralt die Prüfung des Einsiedlers bestanden hatte, wechselte der heilige Mann seine Gestalt, offenbarte Geralt so sein wahres Gesicht und überreichte ihm ein Geschenk. Das Schwert Erondeid. Die Dame vom See. Geralt war der Dame vom See zum ersten Mal auf seiner Suche nach dem Diebesgut aus Kaer Morhen begegnet, die ihn in ein Dorf namens Trübwasser führte. Dort lebte ein geheimnisvolles Weib im gleichnamigen trüben See und wachte über das Dorf am Ufer. Die Dorfbewohner verehrten ihre Wächterin im Wasser so sehr, dass man ein Monument zu ihren Ehren errichtete. Die Dame vom See hatte einst zahlreiche Ritter in ihren Diensten, doch sie alle waren auf Feldzügen in fernen Landen gefallen, wie es tapfere Ritter nun mal zu tun pflegen. So lebte sie in beinahe vollkommener Abgeschiedenheit und war daher froh über Geralts Gesellschaft, da sie den Hexer sehr schätzte und respektierte. Einmal hatte der Hexer geglaubt, die Dame vom See wäre eine Art lokale Göttin, doch ihr Wiedersehen am Lac Sevalie machte ihm klar, dass sie nicht nur in Trübwasser lebte. Stattdessen ist die Dame vom See an jedem Ort zu Hause, an dem Ehre und Ritterlichkeit großgeschrieben werden. Warum zur Hölle war sie dann im... Na egal.